Es ist und bleibt ein Rätsel. Wer hat die Nord Stream Pipelines in der Ostsee in die Luft gejagt? Auf diese Frage gibt es jetzt eine neue mögliche Antwort und die könnte lauten: die Ukraine. Darauf deuten Warnungen des US-Geheimdienstes CIA hin. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Fast eine Woche lang ist Gas aus den kaputten Pipelines in die Ostsee gesprudelt. Inzwischen soll kein weiteres Gas mehr austreten. Das teilt Dänemark heute mit. Damit kann die Spurensuche nach den Schuldigen beginnen. Fest steht bislang nur, die Lecks sind durch Sabotage entstanden. Wer dahinter steckt, ist offen. Für Aufsehen sorgt nun ein Artikel im deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel. Schon bisher war bekannt, dass der US-Geheimdienst CIA Deutschland bereits im Sommer vor Anschlägen auf die Pipelines gewarnt hat. Allerdings nicht durch Russland, sondern durch die Ukraine. Der US-Geheimdienst behauptete, russische Nachrichten abgefangen zu haben, in denen Bedenken über mögliche ukrainische Angriffe auf westliche Infrastrukturen geäußert wurden. Die Ukrainer sollen versucht haben, zu diesem Zweck ein Boot in Schweden zu mieten. Die CIA hat das Szenario eines ukrainischen Angriffs zwar für nicht sehr wahrscheinlich gehalten, aber für wahrscheinlich genug, um Deutschland zu informieren. Dass die Ukraine hinter dem Angriff stecken könnte, halten Experten jedenfalls nicht für ausgeschlossen. Der Nutzen für die Ukraine und auch für osteuropäische Freunde, baltische Staaten, Polen, ist eben, dass Deutschland endlich aufhört, darüber nachzudenken, ob sie Nord Stream noch für Gaslieferungen nutzen könnte. Man würde dieser Diskussion sofort einen Einhalt gebieten. Also der Gedanke, dass das gar nicht geht und keinen Sinn macht, dem kann ich nicht folgen. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt wissen, dass es die Ukraine oder ihre Freunde waren. Verdächtige gibt es also viele. Russland und die USA schieben sich bislang die Schuld gegenseitig zu. Beim österreichischen Bundesheer ist man mit Schuldzuweisungen vorsichtig. Da muss man auch die Untersuchungen abwarten. Und was für Ergebnisse man da findet, ob das überhaupt von außen war oder von innen, das kann man also jetzt kaum zuordnen. Ich denke, dass die NATO sehr klar versuchen wird, aufzuklären, was die Ursache war. Alleine schon deswegen, um diesem russischen Narrativ entgegenzuwirken, die USA sei es gewesen. Die fehlenden Gaslieferungen aus Russland dürften in diesem Winter aber nicht das einzige Problem für Europa werden. Migrationsexperte Gerald Knaus rechnet in den nächsten Monaten mit einer neuen Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Vor allem, wenn dort die Versorgung mit Wärme und Strom nicht funktioniert oder Russland Kraftwerke zerstört. Darauf sei Europa nicht vorbereitet. Viele verschiedene Aussagen, die mir ein bisschen nachdenklich stimmen. Gell? Ja, welche zum Beispiel? Man muss jetzt nachschauen, was da passiert ist, um die USA zu entlasten. Weil das russische Narrativ ja wäre, dass es die USA war. Ich denke, dass die NATO sehr klar versuchen wird, aufzuklären, was die Ursache war. Alleine schon deswegen, um diesem russischen Narrativ entgegenzuwirken, die USA sei es gewesen. Und man denkt so, wir wollen doch herausfinden, wer es war, ja, ja. Oder? Nein, du musst, aber, wie gesagt, vorher schon Seiten entscheiden. Du musst das Narrativ vorher schon inhalieren, dass du da jetzt mitdiskutieren kannst und sag, ja, entweder wir uns die Russen oder die Amerikaner, weißt? Und ich denke mir einfach nur, erstens ist es einmal, gehört einmal informiert, dass das schlecht ist für uns. Weißt? Das ist sehr schlecht, weil da jetzt kein Gas kommt, weißt? Ach so, ah ja, das stimmt, weißt? Jetzt, weißt, man könnte ja auch darüber berichten, dass wir jetzt ein Riesenproblem haben, weil beide hin sind. Mhm. Keiner weiß, wann die repariert werden können, genau. Ob sie repariert werden überhaupt. Aber eins ist klar, der Russe hat jetzt nichts mehr, wo er uns jetzt Druck machen kann oder nicht, weil die Leitung hin ist. Richtig. Und für mich ist also dieser Militärexperte von der österreichischen Seite, der nämlich auch sagt, war das jetzt ein Angriff von außen oder von innen? Ich hab's mir einfach geschrieben. Und man dachte so, was hast du? Was redet er? Da habe ich mir auch gedacht. Da muss man auch die Untersuchungen abwarten und was für Ergebnisse man da findet, ob das überhaupt von außen war oder von innen, das kann man also jetzt kaum zuordnen. Du kannst nur von außen angreifen, wenn du von innen angreifst, hast was machen da? Naja, wie er gesagt hat, von innen habe ich mir dann gedacht, ist es die EU selber? Ach so, ja, ja, klar. Von der Leyen ruft ja an, irgendwelche Taucher und ab geht die Luzi. Aber es ist geil, dass er so denkt und es ist arg geil, dass das Militär Menschen so denken, ja, das kann von innen auch kommen. Mhm. Alles klar, da wird man kalt, aber nicht, weil kein Gas kommt, sondern weil ich Angst habe. Und was nur viel besser ist, also wirklich, wir müssen da jetzt natürlich schon auch mitbedenken, dass da ein Krieg stattfindet, aber diese Berichterstattung an sich und diese Mechaniken, die dahinter funktionieren, finde ich auch so geil. Da sagt man, dass vermutet wird, dass es die Ukraine war. Aber wie kommt man drauf? Weil die CIA darüber berichtet, dass
der russische Geheimdienst oder die Russen an sich sich darüber unterhalten haben, dass die Ukrainer in Schweden ein Boot gemietet haben. Der US-Geheimdienst behauptete, russische Nachrichten abgefangen zu haben, in denen Bedenken über mögliche ukrainische Angriffe auf westliche Infrastrukturen geäußert wurden. Die Ukrainer sollen versucht haben, zu diesem Zweck ein Boot in Schweden zu mieten. Es wäre natürlich auch möglich gewesen zu sagen, wir haben von den Russen eine Nachricht bekommen, dass die Ukrainer ein Boot gemietet haben, aber wir können das natürlich nicht glauben, weil das ist ja ein russisches Narrativ. Deswegen brauchen wir den CIA, der die Russen quasi bespitzelt hat. Und ich denke mir dann so, ja, super. Ja, da bestätigt jetzt das, was der CIA, das braucht man. So wie das Parlament in Österreich, was ja den Staatsanwalt kontrolliert, braucht man die CIA, dass sie generell die ganze Welt kontrolliert. Weißt, man kann dem russischen Geheimdienst nichts glauben. Außer der amerikanische Geheimdienst bestätigt es. Genau. Das ist nämlich der gute Geheimdienst. Das sieht man ja im Hollywood-Film. So wie du vorher gesagt hast, beim James Bond sieht man, dass der Westen gut ist. Und da ist es auch so, man muss warten, bis die USA sagt, ja, wir haben da nachgeschaut, wir haben da alles kontrolliert, die anderen sind die Besen. Das ist so ähnlich wie im Irakkrieg, die CIA gesagt hat, wir haben da Massenvernichtungswaffen gefunden, was natürlich nicht gestimmt hat. Aber was, auf die CIA kann man sich verlassen, danke. Keiner möchte gern Amerika-feindlich sein. China-feindlich geht schon, aber Amerika-feindlich ist blöd. China, diese Dreckschinesen, die foltern da und die haben Todesstrafe, nicht wie die Amerikaner. Ich stelle mir das manchmal vor, an Tagen, wenn es mir richtig gut geht, stelle ich mir vor, dass die Chinesen vor ein paar Jahren im UNO-Vollversammlung sitzen mit so zwei selbstkopierten Heften und sagen, hier ein Lastwagen, da ist Chemiewaffen drin, wir müssen Bagdad bombardieren. Stellen Sie sich vor, ein chinesischer Verteidigungsminister hätte uns das in die Kameras gesprochen. Mit so einem selbstkopierten Heft und so einem LKW. Wir machen jetzt Flächenbombardements auf Millionenstädte. Wiedersehen. Stellen Sie sich das mal vor, für einen kurzen Moment nur. Und dann hätten wir Foltergefängnisse gesehen in dem Irak, wo chinesische Soldatinnen auf Menschenpyramiden stehen und so machen. Stellen Sie sich mal für einen Moment nur das Gefühl vor. Na, es ist ja schön, was? Da sitzen sie drinnen und sagen irgendwelche schlecht kopierten Zettel her, wo draufsteht, oje, oje, da ist was. Ja. Fangen dann am schwerwiegenden, sehr viel Menschenleben verschlingenden Krieg an. Und dann kommt später drauf, war leider Fake News, tut mir leid. Verdammt. Wir haben uns da leider sehr, sehr stark vertan und es sind sehr viele Millionen Menschen gestorben, aber wir machen das natürlich nur für die Demokratisierung des Landes. Wenn Ai Weiwei für 80 Tage in den Knast kommt, dann ist das hier aber 5-mal am Tag in der Zeitung. Zu Recht, Gott sei Dank, ein furchtbares Regime. Aber jeder weiß darüber Bescheid. Bradley Manning, der junge Soldat, der uns durch WikiLeaks verraten hat, was im Irak passiert, dass da Zivilisten wie Tontauben abgeschossen werden, der sitzt jetzt aber nicht für 80 Tage in den CIA-Gefängnissen. Der kriegt wahrscheinlich 3x 80 Jahre Knast und darüber hinaus noch Sicherheitsverwahrung. Das können die ja gut. Weil wir gerade bei der USA sind, kursiert jetzt ja auch ein ganz komisches Video vom Joseph Biden, also Joe Biden. The best way to get something done, if it holds near and dear to you, that you like to be able to, anyway. Der hat rhetorisch komplett felsenfest da in einem Interview mit einer Journalistin darüber geplauscht, Anfang Februar, was passieren würde der Russe wieder in die Ukraine einfallen. Schauen wir uns das kurz an. Bitte, weil es interessant ist. Ist ein bisschen älter, gell? Ist ein bisschen älter. Aber sehr interessant. Ist von Anfang Februar dieses Jahres. Russia invades. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Bin beruhigt. USA, wie machen Sie das genau? Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, das machen wir schon. Erinnert mich an unseren Präsidenten, der auch von Reportern eine Frage gestellt bekommt und dann so, Schauen Sie. Das wird als überheblich empfunden. Wie reagieren Sie darauf? Da müssen wir die Zähne zusammenbeißen. Mach da keine Sorgen, Puppi. Wir werden das schon regeln. Und das ist so, wo man denkt,
Natürlich könnte man da jetzt sagen, dass der Herr Biden quasi da jetzt so ein bisschen darauf hindeutet, dass er die Sache eh unter Kontrolle hat. Das Problem ist halt wirklich für mich, er stellt sich da hin und sagt, er kümmert sich darum, dass Nord Stream 2 nicht ans Netz geht. Und sie sagt so, das ist nicht deine Zuständigkeit. Nein, und es wäre was Gutes, weißt, dass der Amerikaner nicht will, dass Europa mit Russland energietechnisch gemeinsames Spiel machen, habe ich schon verstanden. Mhm. Aber dass man das so öffentlich sagen kann, einfach, ist es ja geil. Und dann fragt die Reporterin, aber das hat ja was mit Deutschland zu tun. Weißt, und er überlegt, ich habe fast ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er fragt, oder wer ist Deutschland? Was ist Deutschland? Was ist mit Deutschland? Machst du dieses Bundesland von Europa, wo wir extrem große Militärstützpunkte haben, von denen wir aus ganz viele Angriffe auf den Nahen Osten fliegen. Ja. Machst du das Bundesland von Europa? Ja, oder das Bundesland der USA, schon langsam. Gell? Sag ich, was ist Deutschland? Das geht ja alles zu uns. Ja. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him... Ich meine, das Witzige ist, wir haben vor kurzem ja, wie wir über Feindbilder geredet haben und wir haben ja auch vor einiger Zeit über Teile und Herrsche gesprochen. Mhm. Und was jetzt eigentlich passiert, ist, dass die Menschen weltweit gespalten werden. Weltweit sehen sie, dass dieses Divide et Impera läuft. Divide heißt einfach spalten und Impera heißt herrschen. Und man hetzt zum Beispiel den Iran gegen den Irak. Ja, das sind zwei verschiedene Länder und man kann die entlang den Nationengrenzen aufeinander hetzen. Das destabilisiert die ganze Region. Oder man hetzt Deutschland gegen Russland und wenn sich die gegenseitig töten, schwächt das eigentlich ganz Europa. Und da hat der Herr Daniele Ganser, Friedensforscher aus der Schweiz, hat auch noch was sehr Spannendes gesagt in Bezug auf Russland und Deutschland. Und dass es anscheinend für die Amerikaner sehr, sehr wichtig ist, dass sie Russland und Deutschland nicht so gut verstehen, damit die Amerikaner so ein bisschen sich in Sicherheit fühlen können. Ja. Die Amerikaner, um George Friedman sagen, man müsse die Deutschen gegen die Russen hetzen. Das Hauptinteresse der USA, für das wir immer wieder Krieg geführt haben, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, weil vereint sie die einzige Macht sind, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Das ist ein Vortrag von 2015 und George Friedman sagt sehr genau, dass hier diese Landmasse Eurasien, wenn die geeint ist, ist das gefährlich. Hingegen, wenn die verschiedenen Nationen gegeneinander kämpfen, sind sie geschwächt. Es ist auch gar nicht schwer zu verstehen. Ich empfehle eine Technik, die von Präsident Ronald Reagan eingesetzt wurde, gegen Iran und Irak. Das ist jetzt wieder die nationale Spaltung. Er unterstützte beide Kriegsparteien. Sie kennen ja, 1980 ist Saddam Hussein im Iran eingefallen, gegen Khomeini. Und dann haben die USA sowohl den Irak als den Iran unterstützt und die haben sich gegenseitig erschossen und wurden dann insgesamt schwächer. Das ist Divide et Impera. Und das finde ich halt dann schon in diesem Zusammenhang sehr spannend, wenn man um diese Schuldfrage sich Gedanken macht. Wer hat denn jetzt wirklich Interesse daran, dass Nord Stream 2 oder Nord Stream 1 oder jetzt auf jeden Fall beide nicht weiter existieren? Ja. Es ist halt das Land, das uns danach, nachdem das nicht mehr existiert, wahrscheinlich auch Gas verkaufen wird. Und das ist halt jetzt die USA. Du meinst das umweltfreundliche Fracking-Gas, das ist günstiger? Das meinst genau. du? Also, ja. Freue mich schon. Weißt, kommen die Schiffe von den USA. Ja, zu uns kommen sie nicht. Aber naja, sie kommen nach Deutschland. Sie kommen halt irgendwo nach Europa, da werden wir alle hinpilgern und dann kommen die Schiffe mit der Energie und dann, danke USA, danke USA. Ich meine, der Bundeskanzler Olaf Scholz von Deutschland natürlich, der hat ja auch seine Meinung dazu geäußert, wo er im Endeffekt nur gesagt hat, das machen wir nicht. Wir sind da in Beziehung, wir machen das. Also die Aussage, die er getroffen hat, war im Endeffekt so, wir machen sowieso das, was die anderen sagen. Possibly this is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together and we will take all the necessary steps and all the necessary steps will be done by all of us together. Also wir machen das, was gut ist. Sozusagen. Ach so, ja, wir machen das, was gut ist, und das ist gleichzeitig das, was die USA sagt. Zufällig. Weißt? Und da ist auch so, wenn du denkst,
das sind Politiker. Ja. Nicht, dass sich der hinstellt und sagt, Alter, wir sind Deutschland. Ja. Ja? Ihr seid die USA. Lasst es mir in Ruhe. Das ist unser Europa. Nein, das ist wichtig, dass man sich da international... committed, ja, unbedingt. Dass da keine, ja, dass da gar kein Fall Deutschland einen Schritt näher an den Osten macht. Ja. Today, will you commit today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united and we will not taking different steps. We will do the same steps and they will be very, very hard to Russia and they should understand. Genau. Und bei Trump war es ein großes Problem, was, wenn man mit dem ein Gespräch geführt hat oder sonst irgendwo. Aber Biden ist ein viel besser Präsident. Gell? Da merkt man, na, du, jetzt ist die Welt sicher. Moment. Gespräche führen ist das Schlechte und Kriege führen ist das Gute. Ach so, das stimmt. Da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Ja, also der Krieg für den Frieden. Also das darfst du nicht vergessen. Der Frieden ist das Wichtige. Der Präsident, der sich darum kümmert, der am meisten Krieg geführt hat, ist halt der mit dem Friedensnobelpreis. Ja. Aufpassen, gell? Stimmt. Aufpassen. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.